So Leute, willkommen zurück zu Super Mario World. Hey Leute. Der Gary ist an der Reihe. Wie immer. Ja, wie immer. Ich muss es der Leistung zeigen, Leute, weil ich kann es doch nicht. Ich versuche jetzt einfach mal einen Secret Exit zu holen, wenn ich mal den blöden Yoshi brauche. Also ich muss ihn da töten, aber ich muss vorher bis dahin mit ihm hinkommen. Was ist das hier? Ach so, Mist. Schön, danke. Mist. Oh Gott, das wird nix. Ah! Ich erwähne, dass ich die Welt hasse. Ja, ich hasse jede Welt. Bleib einfach auf dem obersten stehen. Ja, das sagst du so schön. Warum rennt der weiter, der kleine Penner? Oh, wieder schlägt bei mir, ne? Übel. Wirklich? Richtig übel. Ja gut, du leckst bei mir auch. Ist halt so. Was machen wir nach dem Part einfach die Verbindung nochmal? Ja. Dann dürfte es gehen, denke ich. Aber den Part ziehen wir jetzt so durch, ist mir ganz egal. Leute, da müsst ihr durch. Ganz einfach, da müsst ihr durch. So, das brauchen wir. Denn hier, wenn ich jetzt wieder mit Yoshi ankomme, mache ich das. Zack. Da-da-da-da. Bonus! Ja, gut, dass sich das nicht dreht irgendwie. Oh Gott, fucking Bonus. Oh Scheiße, ich glaube, ich war ja schon mal. Ja, warst du. Oh Gott, aber nur ein einziges Mal. Ich weiß, warum John nicht gemacht hat. Ah, aber ich hoffe, ich komme an der richtigen Stelle raus. Ach ja, jetzt wird's richtig Granate hier. Ja, Granate, Renate, ist vorbei. Ja, moin, ist vorbei. Ah, jetzt bin ich gefickt. Ich bin wirklich gestorben. Nein, es ist nicht gestorben. Ich habe noch mein Leben. Ja, du hast. Also, nein, du. Ich weiß nicht. Hab ich jetzt gesammelt? Das war knapp. Und du solltest links gehen, das ist eine Feder. Aber da kommt auch wieder das Vieh, denk dran. Ach komm, ich bin doch gehüpft. Aber er war höher als du. Das ist toll an diesem Spiel. Wenn man den falschen Winkel dran hüpft, ist man genauso tot. Ja, Leute, es tut mir leid. Da muss ich euch jetzt dauernd nerven, weil ich brauche einen Yoshi dafür. Das geht sonst nicht. Wir haben gesagt, das Secret ist. Das ist auf wie viel? 97%? 96. Also ich war nah dran. Was? Will ich das durchspielen? Weil habe ich noch nie durchgespielt und wenn, dann machen wir es ganz. Ne? Da müsst ihr jetzt immer durch, denn cool und ihr nicht. Ich bin am längeren Nebel hier. Denn das hier wird alles schon aufgenommen sein, wenn ihr das hier zu sehen bekommt. Ist schon scheiße, ne? Ja, aber so übel wie du lagst, verstehen dich sowieso die wenigsten vermutlich. Das ist gut. Ne? So, dann komme ich auch weniger haten. Das ist doch schön. Super. Ja, gut. Ich hätte eigentlich noch Leben holen können für dich, aber. Oh, auch das schon. Ja, macht nichts. Leben ist voll überbewertet. Könnt es auch anders mal versuchen, aber ich glaube, das mache ich jetzt auch. So. Was? Moment, wo ist hier das Secret Exit? Der Dings. Ich bin nur gestorben. Ich dürfte eigentlich wieder Midway Point rauskommen. Du bist nicht gestorben. Natürlich. Ach, komm, ich bin normal, ich bin einfach nur, war ich nicht gestorben. Aber selbst wenn ich nicht gestorben bin, ich muss trotzdem am Midway Point rauskommen. Und nimm dir doch die Feder mit. Ja, nee, ich will jetzt nicht. Die blöde Feder kann. Ach, ich weiß warum, weil ich noch in ein anderes Level reingegangen bin. Diese Secret Area zählt als Level. Achtung, geh raus da. Sehr gut. Jetzt kannst du drüber laufen, das ist kein Problem mehr. Den ihre Stirn zählt wie eine Platte, also das ist. Ja, ja, ich weiß. Der kommt ja gleich entgegen, deswegen. Da war nämlich einer, guck. Ja, so wird das nix. Der kommt da aber nicht durch. Wenn du dich drum hinstellst, schon, denn dann rennt er richtig. So rennt er nicht richtig, du kannst ruhig da runter. Okay. Oh ja, komm, so ein bisschen Dragon Coins einsammeln. Ja, bringt ja auch so viel. Aber gut, wenn du noch. Ah, rechts, nicht da. Oder? Ich weiß nicht, musst du links? Könnte sein. Oh, ist das verwirrend hier. Wenn du noch 11 Münzen einsammelst, noch 10, dann, ja genau, deswegen musst du es nach links, stimmt. Noch 8, dann kriegst du sogar ein Leben. Und jetzt wirst du sterben, wenn du nicht weggehst, das ist super. Ernsthaft? Du brauchst den komischen. Achtung, warte bis er kommt. Jetzt drauf und spring. Ja, sehr gut. Otte, wir haben Skill. Nicht so wirklich, aber wir geben es vor. Nein, das solltest du nicht tun. Ja, geh jetzt einfach wieder unten lang. Geh unten lang rüber die Dinger. Rechts. Einfach jetzt. Du hast doch jetzt die Coins da. Coin wieder. Ah, ja.
ist der Weg. Ach, da kommt wieder so ein Freund. Ja. Und der kommt gleich nochmal. Nein, der hätte jetzt überspringen können. Ah, verdammt, ja, zu spät. Und der wäre nochmal gekommen, weil der wieder aus dem Bild war. Und dann wäre der mitgegangen und dann hättest du zwei gehabt. Das wäre spaßig, oder? Shit. Ach, ist so toll, dieses Spiel. Ja, absolut. Der ist eben nicht gesprungen wieder, dieser Scheiß-Play manchmal. Das ist echt zum Kotzen. Aber das hier geht ja noch, wenn man nicht einfach zu viel springt, als man muss. Ich hänge hier aber auch schon wieder wie Sau. Also, sehr gechillte Position. Vielleicht nicht so gut, um sich zu konzentrieren, aber. Ja. Ja, ist schön. So ein Leckfest gerade. Ja, dann erzähl doch was, damit die Leute mich nicht dauernd hören müssen. Was denn? Ja, gute Frage, was soll ich erzählen, ne? Oh Gott. Erzähl die Geschichte darüber, wie der Gary gleich wieder stirbt. So ein Arsch. Weißt du, das ist ein Arsch. Ich mach's aber mal anders, jetzt nehmen wir nicht die blöden Feder, Dings. Nein. Ich glaube, ich war hier falsch. Nicht so schlecht. Ich muss hier drüber. Warte mal. Ja, das hier reicht. Yay! Das ist genau, was ich brauche. Wuhu! Und jetzt muss ich es nur richtig machen. Das wird jetzt heftig, Leute. Wartet. Ich will das nicht dauernd machen. Ja, ist wirklich so. Das Arsch, ich bin nicht geübt da drin. Ich kann es einfach nicht. Ich will jetzt nicht einfach 25 Mal denselben Scheiß hier machen. Also schon, aber mit Safe State ist es besser. Denn ich bin mir nicht sicher, wie ich das machen soll. Okay. Nein! Eben nicht. Eben ganz genau das nicht. Ganz genau das darf ich nicht. Du musst drüber fliegen. Ich muss drunter durch. Das ist nämlich genau das Problem hierbei. So, aber nochmal ganz schnell. Ich setze mich ein bisschen hin, damit ich mich besser konzentrieren kann. So. Boah, der Leck ist wirklich das richtig Problem ist, übel, Gary. Ist mir egal. Steht es durch. Ganz einfach. So. Okay. Ja! Hört ihr mich? Hallo? Ja. Hörst du mich? Ja. Nochmal die 50, komm. Bam! 40. Ja, geht. Okay. 50 Schlecht. Gehen. Es gibt ein Videobeweis, dass 50 gehen, und zwar bei Matty. Bei seinem Shikari oder Shikari. Nee, Shikari heißt es genau. Bei seinem Shikari Let's Play. Da gibt es echt einen Beweis dafür, dass 50 möglich sind. Ist auch gut. Interessiert anscheinend keinen, aber okay. Oder hörst du mich denn nicht? Ja doch, ich höre dich. Ich bin nur gerade. Ich versuche nur gerade nicht zu sterben. Das ist. So viel zum Kommentieren, ne? Und so. Sind wir immer hier beim Let's Play? Geh mal da rein, versuch mal da reinzugehen. Hab ich vorher schon, geht nicht. Oh. Na gut. Kann man die wegwedeln? Nee, gell? Ja, jetzt eh nicht mehr. No chance, die sind zu fett. Denen kannst du gar nichts tun, die können nur in Lava sterben. Super. Ist aber auch egal, weil die helfen dir ja, das sind ja deine Freunde. Die sind nur blind, deswegen erkennen sie dich nicht das. Das und töten dich. Ach so. Mit der Nase pieksen. Ja, aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Weg, wenn du da ganz unten lang gehst direkt. Weißt du, jetzt wenn du ganz gibt's unten lang keinen gehst, anderen Weg mehr. Wenn du ganz unten lang gehst, hab ich doch auch gemacht, dann kommst du da doch auch durch. Dann kannst du da die Pflanze hochklettern, da gibt's glaube ich was Feines. Oh toll, Wasserwelt, yay. Yay. Oh, die Gott, die Wasserwelt. Oh nein. Ah, was ist jetzt passiert? Soll ich schon noch irgendwas tun? Warte mal, ich will. Ich hab. Toll, die kann ich natürlich nichts ausrichten. Wer hätte es erwartet? Ach, leck mich, ey. Ich geh als Kleiner durch. Ah! Halt Arsch. Was? Ich würde den noch tiefer absetzen. Ja, moin. Oh Mann, das Welt ist so scheiße. Das ist voll gemein. Kann doch nicht sein, dieses Schweinchen. Achtung. Aber du kriegst erstmal ein Cape, das ist generell schon mal eine coole Sache. Jetzt weiter rechts. Wie weiter rechts? Ja, jetzt erstmal so weiter rechts und dann gleich unten rum. Ist ganz egal, wo du lang gehst, einfach nur weiter rechts und das ist möglichst weit unten. Dann kommst du da nämlich durch. Ja, da wärst du auch durchgekommen und dann wäre wieder so ein Hannes. Den kannst du aber wegquälen, wenn du den richtigen Moment triffst.
Ja, will so, ich aber nicht. jetzt hier unten rum. Ach, hier meinst du? Rechts, da unten. Ach, ja. Hier. Nein, unten, ganz unten. Ja, genau da. Vorsicht, dem auszuweichen. Jetzt rennen. Ja, genau. Genau das war super. Du musst nur an dem richtigen Moment dann auch noch springen und wenn du diese kleine Hürde überwunden hast, dann bist du durch. Du hast nur noch ein Leben, oder? Ja, nee, 11. Ja, komm. Ja. Soda Lake, wenn ich das schon höre. Der ist so da. Einfach so da. Das war immer der Lieblingswitz meines Fahrlehrers. Der Arsch. Ist dein Fahrlehrer nicht sehr anspruchsvoll, was Witze angeht? Das ist ein Fahrlehrer. Die sollen ja auch nicht anspruchsvoll bei ihren Witzen sein, die sollen dich ablenken mit dem Sheet. Ja, oh, ich würde noch ein bisschen Frequenz reinhauen, ne? Weil, ist geil und so. Kann man mal. Schlimm, ja. Ich fluch schon wieder so viel, ich will gar nicht fluchen, aber es ist so Arsch. Ich meine, wer denkt sich denn sowas hier aus? Der gehört verprügelt, das ist wie Kaizo. Nein. Das ist wie Kaizo, sei still. Das ist wie Kaizo, Deutsch, das ist wie Kaizo. Ah! Ja, was? Da hat die ganze Knappheit nichts gebracht. Ah! Weil der auch noch von hinten kommen musste, weißt du, die feigen, kleinen, miesen, dreckigen Schurken. Warum gehst du erst nochmal rechts? Weil ich die Feder haben will. Du bist jetzt mal so überrascht. Ach ja, komm. Rechts. Du bist jetzt links gegangen. Links ist richtig. Nochmal rechts zu gehen ist doof, weil da kommt der Typ von rechts. Ach so, ja. Ich glaube, du bist immer so überrascht, wo du gerade bist, dass du erstmal orientierungslos nach rechts rennst, oder? Ich meine, ich kenne das. Das ist einfach. Mir fällt einfach nichts mehr dazu ein. Da gibt es einfach nichts mehr zu sagen. Das spottet absolut jeder Beschreibung. Da kann. Das... 8 Minuten noch. Weißt du, das. Lange. Nein! 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 Jetzt bin ich tot, weil an der einen Stelle komme ich nicht vorbei. Hier, komme ich nicht vorbei, um getroffen zu werden. Außer ich gehe vielleicht. Unten rum und sterbe, weil ein Mann schon da unten hängt. Das ist doch schwierig, da unten lang zu gehen, aber es geht. Es geht. Ich muss nur die blöde Welt machen, das ist nur für den blöden Stern, damit man den erreichen kann. Für nichts anderes, nur für den Stern. Und Komplettierung und so. Ja, das war klug, auf dem Sitzen zu bleiben. Das war definitiv klug, weil er den nichts tun. Ja. Das wusste ich, deswegen bin ich sitzen geblieben. Sag mal. Was? Alan Wake, Far Cry 3 oder Bioshock? Sag mal. Achtung, da kommt jetzt wieder einer. Gute Frage. Achtung. Ja. Nein. Ach komm schon. Sind ja die näher. Die springen tot. Ich weiß ja, nicht. Warte, es ist zu spät. Jetzt ist es zu spät. Jetzt kommt er nämlich wieder von rechts und dann kommt er wieder von links. Wollte ich dir nochmal gesagt haben, weil, siehst du? Und jetzt kommt der von oben und zermatscht dich. Meinst du? Oder du rennst jetzt, ja, und springst im richtigen Moment. Das war gut. Das war sehr gut. Du kannst dir die Pflanze holen. Das wäre vielleicht das Klügste. Weil... What das the Ziel, fuck? Weil... Du brauchst Ziel, ne? Oh Mann, ja. Wir sind ja, so nah am Ziel. Wir sind so nah am Ziel. Bioshock. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja. Ich hätte jetzt mit Anime gerechnet. Warum? Weil es geil ist. Ja, Bioshock auch. Ja, Bioshock geht zu lang. Ja, dann Wake ist cool, stimmt. Far Cry 3 ist auch geil eigentlich. Ja, Far Cry 3. Ist ein bisschen zu Hip-Hop, aber so. Das ist geil. Natürlich. Das geht sogar. Wie geht das denn? Ich muss hier echt spielen mit diesem hier. Mit dem auf einer Ebene. Okay. Ja, Far Cry 3 ist eigentlich auch geil. Hätte ich auch Lust drauf. Ich überlege gerade, weil ich ja heute einen Alice fertig gemacht habe. Ach so, was du als Nachfolgeprojekt kommt. Ja. Dark Souls 2, oder? Am Rad erwischt, was? Dark Souls 2, oder? Ja, das kommt erstmal. Das stimmt. Das auf jeden Fall. Oh, so lange werde ich auch nichts anderes machen, außer die anderen Projekte vielleicht noch ein bisschen raus aufnehmen, damit ich für Dark Souls 2 mehr Zeit habe. Aber für Alice muss ja auch nochmal irgendwann was anderes kommen. Komm. Dark Souls 2 kommt ja so oder so. Ey, ernsthaft? Ja. Moin. Wir haben ja noch ein paar Leben. So. Leute, ihr seid ja hoffentlich gut unterhalten. Wenn nicht, dann schaltet halt ab. Auch egal. Genau das denke ich mir jeden Tag.
Ja, nur siehst du, das habe ich mich gerade überlegen. Ich hätte so vieles, was ich machen könnte. So wenig Zeit. Warte. Ich seid doch alle Trickser, Trickschweine, ey. Guck mal, was. So, glitschen wir hier ein bisschen rum. Ah! Ah! Da wäre ich nie durchgekommen. Nie. Never, ever. Nee, das ist. War. Never. Da musst du direkt hoch und dann sonst ist keine Wahl. Nefa, Eva. Epa. Epa. Das Geräusch, was Spider-Man macht, wenn der Werk seinen Faden reißt. Epa! Nein! Ach man. Wenn du noch voll reinspringst in den. Ja, ist mir echt egal jetzt gerade. So, Hauptsache ich lebe noch. So gut. So ist gut. So ist gut. So ist gut. So ist. Schokosees. Schokosoos. Sees saß Soos. Das ist so dumm. Ja, das heißt Soos. Das war dumm. Nur so ein bisschen, sondern so ein bisschen viel. Aber was sage ich? Dieser dreckige Leg, ich war fast am Ende, glaube ich. Ich rede gerade generell so wenig, weil mir einfach nichts mehr dazu einfällt. Das ist einfach. Das ist einfach ein tolles Spiel. Oh, das kann so man toll. Nichts mehr dazu sagen. Jetzt bin ich am Arsch. Ja, stimmt. Ich war am Arsch. Wenn du die nicht kriegst, wenn du den Pilz nicht kriegst, bevor die Dinger kommen, kannst du nicht mehr kriegen. Als Nachfolgeprojekt von Alice kannst du Hellgate London machen. Das war aber nicht so gut. Ich fand das geil. Es war ja ganz nett, aber es war sehr langweilig nach ganz kurzer Zeit schon. Ich habe das auch nur mal von einem Kumpel gesehen gehabt, weil ich selber nicht spiele. Ich hatte es nicht, ich hatte kein Geld dafür. Oh, Fallout New Vegas. Außerdem war Hellgate London nicht so MMO-mäßig so ein bisschen, dass du da oder zumindest Online-Zwang hattest? Nee, gar nicht. Echt? Nee, das Einzige, was an dem Spiel MMO-mäßig war, war vielleicht die Gameplay-Mechanik ein bisschen. Es hat sich halt gespielt wie ein MMO, nur offline. Okay. Ja, ignoriert das, Leute. Ich kommentiere das jetzt nicht mehr, dass ich so dumm gestorben bin. Ja, dumm. Ist bei mir dumm. Auch so. Dumm! Okay. Egal. Okay. Ja, also irgendwie sowas habe ich nicht im Sinn, dass das irgendwie ein bisschen filmschig und komisch war. Ja, war auf jeden Fall ein bisschen was anderes. Ist doch gar nicht so spannend. Ich weiß nicht, hat mich nicht wirklich gefesselt, ich weiß nicht. Ich hätte noch Batman oder sowas, was man machen könnte, das wäre sicher auch ganz nett. Das habe ich selbst auch noch nicht durchgespielt, nur mal angespielt. So Arkham Asylum. Ja, ich habe nur bis zu Ivy gespielt. Nee, nicht Asylum, Arkham City. Asylum habe ich nicht. Und nicht zuschauen. Das war gut, und jetzt weiter. Hoch oder? Rum am besten. Aber du könntest dir auch einfach die Pflanze holen und den Typen wegwedeln und dann. Ja. Oder dann als Sprungbrett sogar benutzen. Ja, oder vielleicht. Ja. Oder einfach genau sterben, das wäre die beste Idee noch. Damit ich wieder dran bin und ich wieder mich hier blamieren muss, vor allem. Genau. Dass wir vorher ein Safe State machen müssen, bevor du 5 Leben hast. Oder wenn du. Na, ich weiß, was du vielleicht tatsächlich machen könntest, wäre irgendwie vielleicht der. Landwirtschaftssimulator. Ja, oder Truck Simulator. Doch ein total turftes Game. Auch oder Trains. Ja, das ist das beste Spiel. Hab ich gehört. Bestes Spiel. Ja, das ist schon Hammer. Soll sogar besser sein als Dark Souls, hab ich gehört. So toll zu Let's Playen auch. Dass sich da Leute echt drauf schlagen. Ha! Mach Papers, please. Das soll gut sein. Das soll wirklich so gut sein. Ja, aber als Let's Play ist, glaube ich, ein bisschen doof. Mag sein, aber ich habe von den Kritiken eher gehört. Ja, das Spiel an sich soll super sein, aber ich glaube, wie gesagt, das Let's Play ist komisch. Ich weiß es nicht, ich kenn's nicht. Ich habe nur mal Kritik halt davon geschaut, muss man sagen. Ah! Du bist doch ein Arsch! Wieso kommt der da unten? Naja, egal. Nee, aber Papers, please, was war das nochmal für ein Spiel? Das ist das, wo du als Grenzbeamter in diesem fiktiven Staat arbeitest und. Ups, das hat sich gelohnt. Ja, und, stimmt, aber das ist auch gute Kritik bekommen. Also. Ja, ja, hat, weil es echt kreativ ist und echt was anderes. Okay. Und du halt dann entscheiden musst, ob die Leute rein dürfen oder eben halt auch nicht oder ob sie Terroristen sind oder was auch immer. Okay. Das ist schon sehr lustig. Also lustig im Sinne von anders und kreativ. Apropos, man kann von allem Let's Play machen. Wenn man Minecraft, wenn irgendwelche Leute Minecraft Let's Playen, das Leute gut finden, kannst du jeden Scheiß Let's Play, ganz ehrlich. Das ist allerdings auch wahr. Also, das ist doch echt peinlich, sowas. Und außerdem gibt's auch Leute, die Let's Play Harvest Moon. Ach Mann. Wo du nichts machst, außer
ernten. Rumlaufen und ernten. Mehr machst du nicht. Und mit Leuten reden und hoffen, dass du irgendwann vögeln kannst. Aber also wie im echten Leben. Leute, der Part ist vorbei. Der nächste kommt dann wieder am nächsten Tag, wenn es denn erscheint. Keine Ahnung, wie wir das machen. Lasst doch Kommentare und Bewertungen da und wir lassen uns gleich noch ein bisschen darüber aus, wie scheiße doch manche Let's Plays sind. Nein, überhaupt nicht, nein. Aber wir bewerten es mal ein bisschen. Wie komisch Harvest Moon Let's Plays sind. Vom Gate klar ist das echt geil, muss ich sagen. Der hat Harvest Moon gespielt, ernsthaft? Ja, das sag ich dir gleich. Bis später, Leute, bis zum nächsten Mal und ne, schaut weiter. Jo, am besten. Wir brauchen nichts. Leute, die uns auslachen, das ist super. Bis dann, tschüss. Tschüss.